Herzlich willkommen! In diesem Erklärvideo geht es um den Igelnachwuchs. Nach dem Winterschlaf paaren sich Igelmännchen und Igelweibchen zwischen April und August. Circa 35 Tage ist das Igelweibchen trächtig. Dann bringt sie zwischen 4 und 7 Igelbabys zur Welt. Igelbabys werden fast immer in den Monaten August oder September geboren. Bei der Geburt haben sie noch weiche Stacheln, damit sie die Mutter nicht verletzen können. Sie sind außerdem blind, taub und haben noch keine Zähne. Sie wiegen 15 bis 25 Gramm bei der Geburt. Das ist ungefähr so viel wie eine Packung Papiertaschentücher. Nach 2 Wochen öffnen sie ihre Augen. Nach 3 Wochen wachsen ihnen die ersten Zähne. Und kurz darauf gehen sie mit der Mutter schon zum ersten Mal auf Nahrungssuche. Weil sie anfangs aber noch nicht genug Fressen finden, säugt die Mutter noch ihre Jungen. Im Nest bleiben Igelkinder bis zu 6 Wochen. Dann verlassen sie die Igelmutter und können ohne Hilfe Futter suchen. Sie leben dann fortan alleine. Bis zum nächsten Video.